Was braucht es, um auf 30 Meter mit einer modernen Magazinpistolenarmbrust einen Bierdeckel zu treffen? Die Frage, die treibt uns um. Und wenn dich das auch interessiert und du auch bei einem Gewinnspiel mit dabei sein willst, dann bleibst dran. Hallo, willkommen, das ist der René Rossmann, schön, dass du wieder mit dabei bist. Wie du siehst, ich bin wieder nicht allein, ich bin wieder bei Steambo, beim Gerald. So, Gerald. Wir treffen uns mittlerweile so oft, René, dass wir uns überlegen sollten, ob wir näher zusammenziehen. Aus gegebenen Anlass ist die Frage da, Gerald, einen Bierdeckel treffen, ja, auf 30 Meter, was braucht's dazu? Also, ich denke, wir haben in den letzten Tagen da sehr viel Social-Media-Drama miterlebt. Ich habe in meinem letzten Video gesagt, ich möchte das beenden. Daher wollen wir in diesem Video uns positiv auf das konzentrieren, was es sozusagen braucht. Ich möchte hier von Grund nach oben einfach sagen, was so die Basics des Schießens sind, weil da gibt es offensichtlich auch Missverständnisse in der Community. Und auf das, denke ich, fokussieren wir uns. Ja. Wir haben gesehen in einem Video, wie es nicht geht. Also wie man eben nicht auf 30 Meter treffen kann. Und ich denke, wir sollten einfach vom Boden nach oben das einfach durchgehen, was die Basics sind. Einen Punkt vielleicht doch vorab. Das heißt, wir reden mal über Theorie. Aber Theorie ist das eine, Reden ist das eine. Ja. Aber Tun ist das andere. Und für alle, die sagen, ja, wird hier etwas gezeigt? Ja, es wird etwas gezeigt und zwar in einer Form, die cool ist. Daher, schau dir das ganze Video an. Gerald, genau. Welche Faktoren sind wichtig, um auf 30 Meter einen schwächeren Bierdeckel zu treffen? Ja, also ich möchte nicht vorweggreifen, was dann noch am Ende des Videos angekündigt wird. Ich möchte aber jetzt schon sagen, ich habe heute so viele Zusendungen von euch schon bekommen und es gibt auch auf Facebook und in anderen Kanälen jetzt schon so viele Zusendungen. Ich habe die Challenge schon aufgenommen und ich bin begeistert, was ich da schon an Fotos und Reels bekommen habe. Cool, ja, vielen Dank für eure Unterstützung und ich sehe, ihr liebt diese Produkte genauso, wie wir das tun. Und die können einfach mehr. Was braucht es denn jetzt? Ja, fangen wir mal von unten nach oben an. Also wenn ich jetzt wirklich das Maximum meiner Waffe herausholen will, und das sollte man vielleicht auch mal antimatisieren, wir sprechen hier vom absoluten Maximumbereich. Ja. Pistolenarmbrüste, wie der Name schon sagt, Pistole ist eher eine Kurzwaffe. Und auch bei einer Pistole, bei einer richtigen modernen Faustfeuerwaffe, sind 25, 30 Meter das absolute Maximum, wofür diese Waffen konzipiert sind. Ja. Und ich denke, da muss man dann entsprechend auch schon tunen, um dort halt wirklich Loch in Loch zu schießen. Da wird dann der normale Schütze dann eher gewisse größere Streukreise haben. Das heißt, ich fasse zusammen, so wie ich jetzt verstanden habe, und ich sehe es auch so, das hier ist für einen ungeübten Schützen, der einfach eine Armbrust kaufen will, ja, und sagt, ich möchte schießen, ich möchte schnell damit schießen, ich möchte dynamisch damit schießen. Ja. Die richtige Wahl, eine Magazinarmbrust zu nehmen, das ist einmal Punkt A und Punkt B, ja, die Einsatzschussweite, ja, liegt also ungefähr zwischen 10 und 15 Meter, wo man sagt, okay, da treffe ich auch als ungeübter Schütze, ohne dass ich jeden Tag meine Übungen mache. Absolut, deswegen haben wir auf unserer Homepage, wenn man sich den 55-Pfund-Bogen anschaut, dort, das ist eine Reichweite 15 Meter. Wir haben ja deswegen auch ein größeres Portfolio an Wurfarmen im Sortiment, eben weil wir sehr viel abdecken wollen. Und für diese Distanz von 15 Meter brauche ich auch nicht massiv viele Übungen. Ja. Also wenn ich meine Dinge einfach herausnehme aus der Box, ja, Zahnbau, vielleicht einmal im Monat, wenn überhaupt, das Ding in die Hand nehme und schieße, dann kann ich erwarten, dass ich so auf Zimmerdistanzen irgendwie so an Teller gut treffe. Pizzaschachtel, kleiner vielleicht sogar. Ja. Also ich würde sagen, ein Essteller groß ist was man mit seinem normalen, herkömmlichen 30-Euro Rotpunktvisier, was man mit dem Standardpfeil mit 55-Pfund-Bogen als ungeübter Schütze durchaus erwarten kann. Ja. Gut, und wenn man jetzt nicht der Experte ist, da kommen wir dann auch noch dazu, sondern immer wieder mal trainiert, dann wird man auch merken, und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass vom Pizzakarton oder vom Teller du immer kleiner wirst und du dann irgendwann einmal die Pfeile kaputt machst, weil du immer dichter zusammenschießt und dann absichtlich nicht mehr auf einen Punkt schießt, ja, sondern oben, ja, links unten, rechts unten, absolut, damit du dir nicht die Pfeile kaputt machst. Das heißt, auf Zimmerdistanz zusammenzuschießen ist kein Hexenwerk, wo man jetzt tunen muss. Ne? So nehme ich das einmal mit. Ja, und ich denke, weil du es angesprochen hast, das beste Beispiel dafür, wo man auch die Daten hat, dass das wirklich was bringt, ist ja die Einführung unseres Tuning-Abzugs. Ja? Du hast ja sicher in deiner Reklamationsdatenbank die Information, wie viele Kunden sich beschwert haben, dass das Ding ja nicht geradeaus schießt, vor dem Tuning-Trigger und nach dem Tuning-Trigger. Und ich gehe davon aus, dass es da Unterschiede gibt, die man auch sieht in den Daten. Die Daten sieht man auf jeden Fall, weil der Tuning-Trigger natürlich das Abzugsverhalten bei höheren Zuggewichten, bei 55 ist es jetzt nicht so der große Renner, aber besonders bei 90, 120, ja, da fängt es dann wirklich an, ohne Tuning-Trigger funktioniert das so gut wie gar nicht. Und vielleicht noch eine Frage, wenn wir jetzt
in diesen Pistolenarmbrustbereich reingehen, dann hat es ja angefangen einmal mit den 55 Pfund, den gefakten 80 Pfund, also das hat jetzt nichts mit Steambo per se zu tun, sondern in der gesamten Branche war das so, überall bei, und man kann es ja auch sagen, bei Alligator, Cobra, da steht drauf 80, 90 Pfund, aber das ist halt nicht, aber das ist auch egal. Der Punkt ist, ihr seid jetzt dann auf 120, 150 gegangen. Das heißt, wenn ich einen Bierdeckel treffen möchte auf 30 Meter, dann werde ich das wahrscheinlich nicht mit einem 55 Pfund Wurfarm machen. Nein, oder? ganz sicher nicht. Also das weiß jeder, der mit unseren Produkten, generell mit diesen Produkten, weil wir haben ja letztes Mal auch über den Mitbewerb gesprochen. Lass uns mal positiv über den Mitbewerb sprechen. Auch die Flat hat ja den Ruf, sehr, sehr präzise zu sein, und ist eine Armbrust, mit der man sehr gut treffen kann. Ja, aber es setzt voraus, dass ich, wie gesagt, keine Fehler mache. Und wie du richtig sagst, durch das Üben wird der Fehler immer, der Streuk ist immer kleiner. Und man sieht ja auch schön, der Tuning-Abzug macht ja bloß, dass ich weniger Abzugsfehler mache. Aber der macht ja per se keine sauberere Auslösung. Wir sehen ja da irgendwas. Ja. Sondern was passiert ist, dass ich persönlich weniger über meinen Finger, über die Muskelverspannungen die Waffe im Schuss bewege, und das kann auch während dem Schuss sein, das geht extrem schnell alles, und das führt zu Streukreis. Das führt dazu, dass ich jedes Mal es ein bisschen anders mache, und alles, was Veränderung ist, von Schuss zu Schuss, ist Streukreis. Gut, aber lass es uns vielleicht ein bisschen strukturierter angehen. Das heißt, du hast einmal gesagt, der Abzugsverhalten, das muss einmal ein Faktor sein. Ich würde vom Boden weggehen. Gut. Also wenn ich jetzt sage, ich will das Maximum aus meiner Armbrust auswählen, dann brauche ich einen stabilen Tisch, der keinesfalls irgendwie wackeln darf. Armbrüste vibrieren sehr stark im Schuss, wenn der Tisch wackelt, habe ich schon einmal keine Präzision. Als zweites brauche ich eine gute Schießmaschine. Das ist gar nicht so trivial, also das kann man nicht so schnell sich zusammenriggen. Wir haben das probiert. Was meinst du mit Schießmaschine? Na, wo du die Armbrust einspannst. Ja? Okay. Zum Beispiel Eric von Fletched Evolution hat sich da richtig Mühe gemacht, hat mehrere Tage da sich eine sehr aufwendige Schießmaschine gebaut, wo das Ding perfekt eingespannt ist, dass das aber auch gut funktioniert. Ja, unsere Erfahrung ist, und das könnt ihr dann auch sehen, wenn ihr nicht diese Zeit habt und nicht die Mühe habt, um da jetzt so ein Gestell zu bauen, nehmt euch einen Sandsack, nehmt euch irgendein anderes Sackel, und sein Stoffsack zum Beispiel, wo man ganz gut auch drauf schießen kann, ja. Und das ist eine super Unterlage, die legt sich auf einen richtig stabilen Tisch. Und da könnt ihr euch dann schön abschützen. Der Tisch muss auch groß genug sein, dass ich wirklich Platz habe, auch für meine Ellbogen, dass ich da schön die Waffe hinlege. Backflash, das erinnert mich ans Bundesheer, da haben wir auch diese Säcke bekommen, damit wir das SDG vorne aufgelegt haben, das Sturmgewehr aufgelegt haben. So ist es, ja. Und genau da würde ich dann sagen, legt man sich dann auch die Armbrust auf, ja. Das ist jetzt eine Survival. Die wird natürlich noch präziser schießen, ja. Also, das ist einmal die Unterlage. Gut. Dann habe ich das. Ja? Gut. Dann habe ich einmal die Waffe, sage ich mal, gut liegen, halbwegs ruhig im Schuss liegen. Der nächste Aspekt, und das ist vielleicht auch das Wichtigste, sind Pfeile. Ja, es gibt einen guten Grund, warum wir 8 verschiedene Sorten Pfeile im Sortiment haben. Ja, wir haben unsere allerersten, die blauen Übungspfeile, die wirklich dabei waren, als wir die Stinger 1 in Wirklichkeit noch hatten. Ja, also die sind wirklich von der ersten Stunde. Und die sind auch super so für 55 Pfund und auch so für Innendistanzen. Ich habe in dem letzten Video, ich weiß noch nicht, ob dieser Teil veröffentlicht ist, wo wir über Pfeile sprechen, ja gesagt, dass diese Aluminiumpfeile den Hang haben, dass sie sich ganz, ganz fein verbiegen, dass man es auch mit freiem Auge zum Teil gar nicht sieht. Das bringt Präzisionsprobleme. Ja. Diese Pfeile sind sehr, sehr klein. Daher ist natürlich jede kleinste Abweichung ein Riesenthema. Das sind größere Pfeile, viel verzeihender. Und daher kommt man auch um eine Sache nicht, das möchte ich jetzt auch einmal öffentlich ansprechen, nämlich, dass man Pfeile sortiert, gewichtet und wiegt. Wenn ich mir so eine Packung Pfeile kaufe, hier geht es nicht nur darum, dass das gute Markenpfeile sind, die gut gefertigt sind, dann hat die jemand mit größter Sorgfalt montiert. Das ist in erster Linie Handarbeit, solche Pfeile. Eure kommen aus Taiwan, ne? Unsere kommen aus Taiwan, werden dort von 4 Frauen schön geklebt. Das ist eine super Sache, die machen das auch sehr gewissenhaft, aber man sieht es mit freiem Auge nicht. Du hast jetzt 10 Pfeile und einer davon oder zwei davon schießen schlecht. Du hast es vielleicht schon einmal erlebt. Man schaut sich dann an, man weiß nicht so richtig warum, dann kommt man auf die Idee, man muss es sich markieren, ja, dann, weil man es eben nicht mit freiem Auge erkennen kann. Und diese Pfeile muss man aussortieren. Die sind nur tauglich für kurze Distanzen, für Drills, wo es wurscht ist. Aber genau das ist der Punkt. Wenn jetzt du als Zuschauer sagst, ich möchte auf 30 Meter am Bierdeckel treffen, dann musst du diese Schritte hier machen. Wenn du einfach sagst, ich möchte dynamisch schießen, und dafür ist diese Armbrust eigentlich da, meiner Meinung nach, aber da kommen wir noch dazu, aber auf Zimmerdistanz 10 Meter einfach treffen. Ja. Wenn es dir nicht um die Präzision, Loch in Loch, auf ein Centstück eine Zigarette durchschießen, dann brauchst du das bitte. Weil ich dann brauchst du gute Pfeile, füllst die da rein, hast ein gutes Ergebnis. Ich rede von einer Distanz, wo ein Gewehrschütze jetzt, wenn wir wieder in der Waffenwelt sind, irgendwie versucht, auf 2 Kilometer etwas zu treffen. Das ist das äußerste Maximum dieser Waffenkategorie. Und ein Scharfschütze, der auf 2 Kilometer was treffen möchte, braucht ein absolut top Zielfernrohr, zum Beispiel eins von unserer Schwesterfirma, Zero Compromise Optik.
Ist das billige Eigenwerbung? Das ist billige Schwesterwerbung. der braucht handgeladene Munition, wo alles passt, das Top-Match-Geschoss, das vielleicht sogar CNC gedreht ist und nicht einfach nur, wie das bei der Waffenwelt üblich ist, gepresst. Und der muss auch eine Büchse haben, die alle Stücke spielt, die getuned ist, wo der Verschlussabstand kontrolliert ist, wo kein Waffenöl im Lauf ist. Der muss einfach auf all das achten. Das ist das Endlevel, das ist das oberste Leistungsliga. Und für den Freizeitschützer wie mich ist das wurscht, das ist egal. Ich habe Spaß mit dem Ding, wie du richtig sagst. Und ich treffe, schieße bei mir im Garten auf 20 Meter. Ich treffe sehr gut. Ich halte auf die 20 Meter schön meinen Strahlkreis, aber auch nur an Tagen, wo ich gut drauf bin. Gut. Und eigentlich jetzt auch der Vergleich fürs Verständnis. 30 Meter mit einer Magazinarmbrust, jetzt zum Beispiel hier Stinger, das ist die M1 mit dem Magazin oder auch die Einzelschussarmbrust. Da sind der Vergleich mit den 2 Kilometern mit einer Büchse ist mit den 30 Metern mit so einer Armbrust vergleichbar? Mit der Magazinarmbrust. Ich würde sagen, hier, wir haben da Leute, wie zum Beispiel den Tommy Meyer, die schießen auch mit sowas auf 50, 60 Meter. Ich kann das nicht. Ich weiß auch, dass die längere Pfeile benutzen, die dann entsprechend wirklich Hand hergestellt sind, die produzieren sich ihre eigenen Pfeile und dann kann ich natürlich das Maximum rausholen und das muss jedem klar sein, da muss einfach alles passen. Da muss nicht nur das meiste passen, sondern da muss einfach alles passen. Ja? Und wenn meine Unterlage, also wir haben jetzt fassen zusammen, der Abzug muss passen, dann die Unterlage darf nicht wackeln. Da waren wir noch gar nicht. Die Unterlage darf nicht wackeln, das muss richtig passen. Dann, wir müssen gute Pfeile haben, wir müssen diese Pfeile einzeln am besten mit einer guten Drogenwaage abwägen, damit sie alle gleich sind. Der Malte Keller hat das zum Beispiel. Jeder Sportschütze braucht eine Waage und dieses Ding kommt sie nicht umhin. Ist zum Glück sehr günstig zu bekommen, ist auch nicht nur für Drogen verwendet. Also keine Sorge, ihr kommt nicht auf eine schwarze Liste, wenn ihr das bei Amazon bestellt. Aber das ist ein Must-Have-Item. Wenn du auf weitere Distanzen am Bierdeckel treffen willst, noch einmal, wenn du Indoor ein bisschen Spaß haben willst, so wie ich, brauchst du das alles nicht. Gut, danke. Genau, dann ist das alles wurscht. Pfeile, ja. Check. Pfeile, check. Dann kommen wir zum Wurfarm. Wir haben 6 verschiedene Wurfarm im Sortiment. Das geht von 35 Pfund, wo, glaube ich, niemand auf die Idee kommen würde, es auf 30 Meter zu probieren. Und geht dann auf bis zu unserem 150er Hunting. Wunderschön. Und den 120er Magnum. Und ich denke, gerade wenn man die äußersten Distanzen gehen will, einer Waffe, dann muss man das Maximum an Power verwenden. Also ihr werdet jetzt leider nicht umhinkommen, den 120er oder 150er verwenden, wenn ihr da auf diese Maximaldistanz gehen wollt. Verstehe ich. Und so ein Zielfernrohr hilft natürlich auch. Da kommen wir dann zum nächsten Thema. Zieloptik. Wir haben ein 30€ Zielfernrohr im Sortiment. Es gibt auch auf Amazon. Rotpunktvisier, Leuchtpunktvisier, ja. Zielfernrohr ist Bullshit. Klar. Und diese Rotpunktvisiere dieser günstigen Preisklasse, die haben 2 entscheidende Nachteile. Der erste Nachteil ist, dass das Einstellgewinde relativ grob ist. Ja. Und je gröber ein Gewinde, desto mehr Toleranz. Und bei jedem Schuss, der viel Vibration macht, wackelt das ein bisschen und bewegt sich innerhalb dieser Schraube ein wenig rauf, runter. Und wichtig auch das noch dazu, ist Strahlkreis. Aber wichtig dazu, die Armbrust vibriert deutlich stärker, als das zum Beispiel ein Kleinkalibergewehr oder ein Luftgewehr oder auch eine richtige Kanone mit 7 mm macht. Natürlich backt die dementsprechend her, also sie schlägt zurück. Das macht die Armbrust jetzt diese nicht, aber sie vibriert viel stärker. Richtig. Das merkt man bei der Zieloptik. Bitte aufpassen dabei. Genau, das ist was man unbedingt sagen muss. Also ein Gewehr hat einen sehr klar nach hinten gehenden Rückstoßimpuls in die Schulter. Ja. Bei einer Armbrust, die Sehne schwingt aus, vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück. Und dieses vor, zurück, rauf, runter, alles, das schüttelt die Optik komplett durch. Das muss eine Optik abkönnen. Ja. Und das habe ich auch schon selbst gelernt. Ich habe mal irgendeine Optik dazu gekauft und habe geschossen mit der Armbrust und denke mir, warum treffe ich einmal dorthin, einmal dahin, einmal hierhin? Weil das System, du musst ja bedenken, da sind hier solche kleinen Federn eingebaut, die auf Dauer diese Vibration nicht aushalten. Ist leider so. Nein, ist leider so. Man kriegt leider, was man zahlt. Ich propagiere schon länger, dass auf eine Waffe, wie eine Stinger, ein zumindest 200-300€ Rotpunktvisier drauf gehört. Es ist halt so, wenn ich es sportlich nutze. Genau. Wenn ich ein Freizeitschütze bin, wenn ich sage, ich habe das für zu Hause, für meinen Garten, für Bierdosen, für recht was das, auch immer, recht ist das super. Aber, und das ist jetzt vielleicht ein Thema, da unterscheiden sich die teureren Red Dots, wie dieses geile Holosun, was ich da drauf habe, halt von dem, sag ich mal, No-Name-Brand, Rotpunktvisier, Parallaxe. Ja. Mhm. Parallaxe bedeutet, wenn ich meinen Kopf verändere, wie verändert sich der Zielpunkt? Ja? Und ein richtig gutes Rotpunktvisier sollte da möglichst parallaxefrei sein. Mhm. Das bedeutet, wenn ich meine Kopfposition ein bisschen verändere, verändere ich nicht viel oder gar nicht den Treffpunkt.
Diese Sachen sind nicht Parallaxefall. Das heißt, bei so einem Rohpunktvisier ist es ganz, ganz wichtig, dass mein Kopf, mein Auge immer an der gleichen Stelle ist. Das Auge ist der eine Punkt, der rote Punkt ist der zweite Punkt und zwei Punkte definieren eine Linie. Und wenn ich dann den roten Punkt justiere, kann ich diese Linie aufs Ziel richten. Wenn ich natürlich immer mein Auge woanders habe, weil ich den Kopf einfach nur irgendwie dahinter halte, so auf Gefühl, dann ändere ich diesen ersten Punkt ständig und natürlich ändert sich dann auch die Linie, wo sie hinzeigt. Genau. Streukreis. Und all diese Faktoren, ja, natürlich, wenn ich in der Lage bin, meinen Kopf möglichst ähnlich zu halten, ist das kleiner. Ja, das ist natürlich, genau, dafür ist es da. Ja, dann hast du den Kopf immer an der gleichen Stelle. Und wenn du jetzt die Kombination hast, aus einem Holosun 300 Euro Leuchtpunktvisier plus einer Wangenauflage, dann ist das top. Und dann kannst du eben auch gleicher Abstand, richtig gut eingestellt, immer die Waffe schön sauber in die Hand nehmen, an die Waffe herangehen, richtigen Augenabstand schaffen, richtige Visierlinien schaffen. Dann hast du das Thema Zieloptik drinnen. Dann kommt vielleicht abschließend noch das Thema Abzugsverhalten. Auch hier ist es sehr wichtig, ja, man muss auch ein Follow-through machen, das heißt, man zieht den Abzug sanft ab, der Pfeil fliegt weg, ich warte noch weiter, der Pfeil schlägt ins Ziel ein, ich warte noch. Und dann gehe ich aus dem Schuss heraus. Weil wenn ich das nicht mache, wenn ich zu hudeln anfange, dann zerhaue ich mir den letzten Schuss noch, weil ich wo der Pfeil noch auf der Schiene vorne ist, schon die Armbrust bewege. Ganz wenig. Aber ich gebe meinen Schlenkerer mit und das macht dann Streukreis. Habe ich das erste Mal beim Bogenschießen gelernt. Ja, beim Bogenschießen wirklich gelernt in der Bogenschule. Den Pfeil nachschauen und erst dann, wenn er blick einschlägt, runtergehen. Und das war dann bei der Jagdprüfung genauso, beim Schießen üben genauso. Ja, abdrücken und erst dann sich bewegen. Man kann die Schrotgabe im Lauf stören durch Bewegung, obwohl das so schnell geht, dass das mit hunderten Meter pro Sekunde dann bei der Mündung ist. Ja. Gut. Also ja, das ist Wahnsinn. Und die Pfeile haben nicht hunderte Meter pro Sekunde, sondern nur Dutzende Meter pro Sekunde. Ja. Ich weiß nicht, 60, 70 maximal. Und dementsprechend hat man viel Zeit, um es zu verkacken. Ja. Also Punkt 1, Unterlage 100%ig stabil, da darf nichts wackeln und sozusagen, aber es könnte ja immer in dieselbe Richtung wackeln. Nein, wackeln ist wackeln und entweder wackelt oder es wackelt nicht. Die Unterlage muss absolut stabil sein. Und das wackelt das zum Beispiel. Das ist einfach schon zu viel. Ja, genau. Die Kamera sieht das schon. Genau, also das ist zu viel. Ist zu viel. Das muss wirklich. Es muss nicht einbetoniert sein oder irgendwas, aber es muss ein stabiler, massiver Tisch sein, wo ich satt drauf liege, wo wenn diese Waffe springt, das keine Auswirkungen auf die Unterlage hat. Dann, die Pfeile müssen, wenn ich auf 30 Meter einen Bierdeckel treffen will, wirklich probiert sein. Ja, gewogen, probiert und natürlich die woanders hinfliegen, die aus welchem Grund auch immer irgendeine Letten haben, aussortiert. Wie gesagt, also eine Letten bedeutet, die nicht von außen erkennbare Fehler aufweisen. Deren innere Werte bedenklich sind. Die einfach ein Problem haben. Ja. Meistens kann das ein ganz feiner Sprung irgendwo im Carbonschaft sein, den man vielleicht gar nicht so leicht sieht. Es kann sein, dass eine der Federn nicht ganz perfekt aufgeklebt ist. Das macht riesen Auswirkungen. Wir haben da einen sehr lieben Kunden, der uns da ganz ganz toll unterstützt bei der Forschung. Lieber Bernd, ich denke da an dich. Wir wissen, dass wir da noch viel Gas geben müssen. Das müssen alle. Also das sind natürlich Sachen, die sich jetzt entwickeln. Wie wir das Thema aufgegriffen haben, gab es ganz mieses Material. Jetzt gibt es schon viel, viel besseres Material. Ja. Und erst der breiten taugliche Einsatz im Sport wird dann auch noch dafür sorgen, dass es gibt. Und das ist wichtig. Ja? Das heißt, die Pfeile, dann der Wurfarm. Der Wurfarm muss angepasst sein an die Distanz. Richtig justiert. Wir liefern die ja jetzt aufgespannt auf. Das heißt, die sind schon einmal ab Werk aus unserer Sicht richtig montiert. Das heißt, wir machen einen Fehler. Immer wieder, wenn was ist, Kundenservice anrufen. Aber der muss richtig eingestellt sein. Die Sehne muss gut eingedreht sein. Es muss die Sehne entsprechend gepflegt sein. Die Wurfarmenskarten müssen richtig sitzen. Das muss auch passen. Ja. Und zu guter Letzt, das Abzugsverhalten. Der Abzug selbst muss leichtgängig sein. Ja. Und bei den Tuningträger ist das auch bei den Kantenschubser ja jetzt kein Thema mehr. Oder ein Schloss aufweisen oder was auch immer. Und eben warten, bis der Pfeil wirklich das Ziel getroffen hat. Gut. Das ist alles schön und alles gut. Und meine Kunden, ich merke das ja durch die Rückmeldung, da gibt es ganz unterschiedliche Gruppen. Es gibt Leute, die das so wie ich sehen, die sagen, ich möchte auf kurze Distanz dynamisch schießen damit. Also IPSC schießen im Armbrustbereich, weil es lustig ist und weil es einfacher ist, als mit einer scharfen Waffe zum IPSC-Stand zu gehen. Ja? Daher, das ist mal, genau. Und da IPSC-Schießen auf 30 Meter gibt es so eine bei Kurzwaffe, also jetzt nicht Langwaffe, sondern Kurzwaffe. Muss man da auch auf einen Bierdeckel zusammenschießen?
Also es ist beim IPSC so, dass es natürlich unterschiedliche Trefferzonen gibt und je besser ich treffe, desto mehr Punkte. Und unterschiedliche Disziplinen. Und dann gibt es auch beim IPSC eben, aber da habe ich dann einen anderen Zeitdruck. Das bedeutet, schnell schießen, bewegen und auf 30 Meter am Bierdeckel wird es nicht gehen. Das heißt, das ist wirklich aufgelegt. Und das sind dann die anderen Gruppen, wo ich dann Bilder kriege, die auch Zielpferderohre haben und diese Sandsäcke und sagen, ja, ich habe jetzt auf 20 Meter so zusammengeschossen, und welcher Pfeil und das hier ist auch eine Wissenschaft und es ist ein genau, Hobby. Ein Hobby. Das muss einem auch klar sein, da muss ich zumindest ein, zweimal die Woche Zeit in die Hand nehmen und trainieren und üben. Ich glaube, dass die machen. Ja, die machen das. Ja, wenn ich die Leute, die in dem Thema gut sind, also Pete, Crossbow Concepts, Malte, Eric, Wahnsinn. Die lebt das. Ja? Ja. Und ich habe auch von euch schon das Feedback bekommen, dass man dem natürlich entgegnet. Wir haben jetzt gut gesehen, wie man nicht schießen kann auf 30 Meter, was einfach nicht geht. Und wir werden jetzt eine Challenge aussprechen. Genau. Was geht? Und zwar habe ich mir Folgendes gedacht. Wir haben ja unsere M10 und daher würde es sich gut anbieten. Ich möchte 10 M10 an die 10 besten Schützen ausgeben. Ja, schickt mir euer Video. Wir werden hier auch im gemeinsamen Setting die Videos bewerten. Ich weiß nicht, jeder von euch hat ein Anwesen und kann auf 35 Meter schießen. Daher werden wir auch kürzere Distanzen akzeptieren. Auch 10 Meter sind okay. Wir werden das dann eben bewerten. Wir werden es sicher auch einfließen lassen, wenn sich jemand ganz besonders coole Sachen einfallen lässt. Mir ist wichtig, macht euer Material nicht kaputt. Ja? Es ist eine Internet-Challenge. Schießt schön einzeln, ja, dass nicht die Pfeile hin werden. Wir können Streukreise auch messen. Es muss nicht irgendwie so zusammenpicken, damit das zählt. Aber wir werden das bewerten. Wir werden uns die raussuchen, die einfach richtig gute Ergebnisse liefern. Und 10 M10s. Vergeben. Aber der Reini braucht das immer sehr einfach und sehr locker, damit er es wirklich versteht. Das bedeutet, Steamboat sponsert 10 M10, also Magazin, Wechselmagazin, Armbrüste, komplette Armbrüste. Ja. Und zwar wird ausgelost an die 10 besten Schützen. Ja. Und zwar, welche Distanz ist jetzt wirklich gefordert? Naja, ich kann die Distanz deswegen nicht einfordern, weil die Möglichkeiten der Leute höchst unterschiedlich sind. Es ist natürlich auch in gewisser Hinsicht ein Gewinnspiel. Ja, es ist eine gewisse Internet-Challenge da. Ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns tolle Long-Range-Schüsse abliefert. Tommy, ich denke da an dich zum Beispiel oder Pete. Aber ich denke auch, es sollte jeder mitnehmen, teilnehmen können, der vielleicht noch eine Zimmerdistanz verfügen hat. Ja, lasst euch was einfallen. Wenn ihr zum Beispiel 5 1-Cent-Stücke löchert, ja, auf Zimmerdistanz und sagt, ich kann das den ganzen Tag machen, dann würde ich sagen, ist das gut. Ich würde sagen, damit es ein paar Pfeile sind, sollte man zumindest 5 Schuss oder was machen, ja. Wer 10 ja. Schüssen, Pfeile abgeben möchte, das werden wir natürlich benoten, ja. Also ein Streukreis von so mit 10 Pfeilen zählt für uns mehr als ein Streukreis von so mit 5 Pfeilen. Das ist logisch. Verstanden. Die 10 Besten, die werden das Rennen machen und die bekommen die M10 vorab. Sie müssen sich dabei filmen? Ja. Also es muss schon fake sicher sein. Ich meine, nicht geschnitten? In der heutigen Zeit mit KI und Co. Ich weiß, ihr könnt euch vermutlich das alles irgendwie hintricksen, wenn ihr wollt. Ich hoffe, wenn ihr so viel Zeit investieren wollt, investiert sie lieber ins Armbrustschießen als ins Videofaken. Ja. Ja. Aber am Ende des Tages geht es um ein glaubwürdiges Video. Wir werden das natürlich dann auch veröffentlichen. Ja. Und einfach zeigen, was ihr mit euren Lieblingssportgeräten, mit euren Lieblingsspielzeugen zusammenbringt. Und es geht um Präzision, nicht um Geschwindigkeit. Ja. Sondern wir wollen wirklich, du sagst, ich schieße jetzt auf 10 Meter, 5 Pfeile und zwar jeden einzelnen Pfeil auf ein 1-Cent-Stück und das ist meine Motivation. Oder genau. Wer anderer sagt, zum Beispiel der Tommy Meyer zum Beispiel sagt, ja, ich schieße auf 30 Meter auf einen Bierdeckel. Genau. Ja, und wenn der Pete auf die Idee kommt, der wirft die Sachen hoch und schießt sie alle aus der Luft herunter, wie er das kann, ja, dann ist das auch okay. Ja, das müssen wir halt dann gut. Einfach bewerten und da müssen wir dann einfach schauen. Aber es geht in Wirklichkeit jetzt nicht um Kunstschüsse, es geht um Präzision. Gut. Es geht darum, was ihr ja, mit eurem Top-Material, mit euren Lieblingspfeilen, mit euren vielleicht selbstgebauten Pfeilen, mit unseren Armbrüsten, aber auch einfach mit Armbrüsten dieser Kategorie generell zusammenbringt. Ja. Gut. Gewinnen tut natürlich nur ein Estinger Wissens-Steamo. Ich meine, wir reden zwar jetzt... Ja, das macht ja auch nichts. Ja, klar. Also du nimmst eine Stinger, ja? Eine Compact, eine Tactical, geht deine Survival auch? Ich denke schon, aber wir werden dann natürlich auf jeden Fall nicht nur Survival-Schützen gewinnen lassen, aber wenn das muss natürlich passen. Ja? Also ein Ergebnis einer Compact darf kürzer Distanz sein als das Ergebnis einer Survival. Sehr gut. Wir werden das eh öffentlich, ich glaube, du hast das. Und die Leute müssen auch einwilligen, dass das Video veröffentlicht wird, weil wir werden hier die Gewinner präsentieren. Die Gewinner zumindest. Ja, die Gewinner, ja. Also genau. Die Gewinner werden wir präsentieren. Ja. Und bis wann muss das fertig sein?
Ja, bis wann muss das fertig sein? Ich würde sagen, nachdem wir gesagt haben, vorab soll das sein, macht es Sinn, wenn man das bald macht, dass man diesen Einsendeschluss bald macht. Händler werden sehr bald von uns ein Freigabemuster kriegen. Wir werden das nicht so schnell schaffen, dass wir dann auch schon die Vorserie haben. Aber ich denke, irgendwo im Dezember spätestens sind wir dann in der Lage, klarerweise zu sagen. 30. November. Und da sagen wir dann Einsendeschluss. Ich würde es noch spontan halten. Rechne jetzt einmal damit, dass das irgendwie Anfang Dezember das Ende ist. Also gibt es jetzt mal einen Monat lang Gas. Ende November. Kann sein, dass wir es ein bisschen länger machen. Und sobald wir dann wissen, wir können ausschicken, machen wir das Video, wo wir die Gewinner festlegen und gleich in der Woche gehen die Dinge an euch. Dann habt ihr die M10s zum Spielen vor allen anderen. Ja, vielleicht nicht vor den Händlern oder vielleicht nicht vor denjenigen, die da als Influencer die Dinge präsentieren. Aber auf jeden Fall vor allen anderen Kunden und könnt es dann entsprechend auch erzählen, was ihr davon haltet. Also wir sind für transparent, das wisst ihr. Und dann kann sich dann jeder ein Bild machen. Aber es wäre schon, ich würde mich sehr freuen, und danke, dass ich bei der Jury dabei sein kann, das wird lustig, aber ich würde mich schon freuen, wenn der eine oder die andere dabei ist, die einen Bierdeckel auf 30 Meter mit 5 Pfeilen durchlöchert. Das wäre super. Das wäre einfach super. Pfeile übrigens sind nicht auf Steamboat bezogen. Also man darf auch andere Pfeile nutzen. Man darf alle Pfeile verwenden. Gut, absolut, ja. Gut. Und wie gesagt, gewinnen kann nur eine Stinger. Einsenden dürft ihr uns alle. So wissen, dass auch die Flat sehr gut schießt. Das haben wir auch nie bestritten. Ja. Aber gewinnen kann man auch kann mit einer Stinger, mit einem Stinger, anderen Bolzen. Stinger Challenge, ja. Es geht ja darum, was unsere Stinger kann. Auch wenn sie genauso gut schießt wie die andere, habe ich gehört. Geht es darum, was die kann. Und daher wollen wir genau das. Und ich möchte auch mitspielen, aber ich werde natürlich aus der Konkurrenz das Ganze machen. Das möchte ich gleich dazu sagen. Ja, ich mache es aus der Konkurrenz. Ja, weil ich kriege ja eh meine als Händler meine M10 in der nächsten Zeit, aber ich möchte auch mitspielen. Ich möchte auch mitspielen, weil ich habe schon mal auf 30 Meter, das war damals noch mit der ersten Stinger geschossen, und ich möchte das mit der neuen noch einmal mitmachen. Sehr gern, freue ich mich. Ich für meinen Teil werde auch teilnehmen, aber ich erwarte mir nicht zu gewinnen. Also ich weiß, was da draußen für tolle Schützen herum sind. Wir haben ja auch mit Behörden zu tun gehabt und ich weiß, was die Jungs da können. Es ist beeindruckend. Es ist, glaube ich, für alle Zuschauer hier und auch für uns alle gut, wenn wir uns das einmal anschauen und uns sozusagen ein Idol setzen. Wie gesagt, es braucht viel Training, es braucht mitunter jahrelange Übung. Es braucht vielleicht auch ein Talent, wenn ich wirklich Scharfschütze werden möchte bei einer Spezialeinheit. Klar, das kann nicht jeder werden. Aber ich denke, es ist schön, wo man hinkommt, wenn man halt wirklich sich dem Thema intensiv widmet. Und es beruhigt einen dann, wenn man als 0815-Schütze schießt, man hat heute halt keinen guten Tag, ist nicht gleich das Materialschutz, sondern vielleicht was ich. Und das ist auch die Einstellung, die einem viel mehr bringt, weil dann kann ich dran arbeiten. Ja? Und wenn das Material Fehler hat, dann muss ich daran natürlich auch am Material arbeiten. Gut. Und damit es wirklich cool ist, damit es wirklich, 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 wirklich cool ist, lege ich zu jeder von diesen M10 eine Universalhalterung, die man hier unten drauf montieren kann. Sehr ja, geil. Einfach mit dazu. Das heißt, Steamboat, ihr sponsert die Armbrust und ich sponsere Universalhalterungen, Wachscontainer und alles, was du sonst noch dazu willst, das machen wir uns dann mit den Gewinnern aus. Klingt nach einem Plan, das gefällt mir. Wir blenden dir hier unten ein, wo du deine Zusendungen hinschicken kannst. Wenn du Fragen hast, kannst du dich unter dieser E-Mail-Adresse natürlich auch melden, wenn noch etwas unklar sein sollte. Kommentieren, bitte das Video teilen. Bitte teilst das Video, dass so viele wie möglich in der Community die Möglichkeit haben, hier mitzuspielen. Wobei eigentlich, wenn man es niemand sagt, ist es besser. Nein, schneller Themenwechsel und denk einfach dran. Triff den Bierdeckel und gewinne, aber immer aufpassen.